Ich habe ja noch gar nichts gemacht, aber es ist schon mal die richtige Einstellung, weil wir brauchen für die nächsten 2 Stunden ganz viel Applaus und wenn wir so eine Devise insgesamt ausgeben können, dann vielleicht nicht lange, sondern heftig klatschen. Es gibt eine Ausnahme, die werde ich gleich nochmal erklären, da muss lange geklatscht werden, aber auch gerne trotzdem heftig. Wir üben das schon mal anhand ein paar Sachen, die man gut finden kann und bei denen sicher allen leicht fällt, es gut zu finden. Wir fangen an bei 2 Herren, die hier oben die ganze Zeit gesessen haben und kaum jemand hat sie bemerkt und kaum jemand hat auch bemerkt, was sie gemacht haben, weil das merkt man immer erst, wenn es nicht so gut ist. Das sind Wetter und Clemens, die das Internet gemacht haben. Und läuft gut. Sehr gut. Die waren jetzt ein bisschen enttäuscht, die machen sonst kleinere Veranstaltungen wie die Republika. Heute waren jetzt hier in der Spitze, waren insgesamt 280 Geräte im Netz. Das lässt sich ja immerhin schon mal sehen. Aber so vom Traffic waren sie ein bisschen enttäuscht. 100 Gigabyte Traffic wurde hier so bis jetzt ungefähr erzeugt. Können wir sicher noch mehr nächstes Jahr machen, aber 100 Gigabyte ist da schon nicht schlecht. Also dafür nochmal kurz und heftig klatschen. Können wir die Folie wieder wegnehmen? Wir wissen jetzt alle, wie ich... Danke. Ein ernsthafterer Punkt, weil ich mehrfach darauf angesprochen worden bin und wir es jetzt gerade, weil auch viele der Unterstützer hier sind und der Partner und so weiter, will ich das Budget dieses ganzen Zeugs offenlegen. Es kam heute Mittag jemand rein und sagte, ihr habt echt eine fette Förderung gehabt, ne? Und tatsächlich muss man sagen, nein, keinesfalls. Also wir haben jetzt nochmal die Zahlen rausgesucht, mal gucken, ob die morgen auch noch so sind, wie wir sie vorher kalkuliert haben, das hoffen wir sehr. Wenn man die Eigenleistung der Veranstalter und Partner mit reinrechnet, sind wir bei dem gesamten OER-Festival, also da gehört der Atlas zu, da gehört das OER-Camp zu, da gehört das Fachforum zu, da gehört heute Abend die Preisverleihung dazu, dazu gehört, dass wir Internet haben, Livestream, dazu gehört, dass die OER-Akademie vorher gearbeitet hat, etc., sind wir bei 150.000 Euro und wenn man diese Eigenleistungen rausrechnet, sind wir bei 93.000 Euro. So viel zu den Hintergründen und um den Gerüchten Einhalt zu gebieten. Mal sehen. Also mein Lieblingsgerücht heute war ganz woanders. Insofern ist ganz, ganz viel Arbeit von den heute Morgen schon genannten vielen Unterstützern, Partnern und Veranstaltern da drin und deswegen noch einen Applaus bitte nochmal für diese 40 Träger dieser Veranstaltung. Man macht es normalerweise ganz am Ende, aber weil wir gerade schon so schön beim Klatschen sind, nehme ich jetzt auch schon mal das Orga-Team dazu. Ich habe heute sehr viel positives Feedback gekriegt und immer nur gesagt, ich kann nichts dafür, das Orga-Team um Blanche Fabry, die sich an dieser Stelle immer versteckt, in der Ecke sitzt sie, mit dem ganzen Helfer-Team hat das Ganze organisiert. Und schließlich würde ich überleiten zum Grußwort, das gleich kommen wird. Ich möchte mich nochmal bedanken bei unseren Gastgebern. Die Schirmherrschaft durch den Ministerpräsidenten des Landes, die wunderbare Gastfreundschaft hier im Haus. Man hat uns eigentlich so gut wie alles machen lassen, bis auf die Nebelmaschine. Aber auch die Kameraleute haben gesagt, sie finden es ganz gut, dass die Nebelmaschine nicht erlaubt wurde. Insofern sind wir eigentlich wirklich rundum glücklich und zufrieden und freuen uns enorm, dass das Land Schleswig-Holstein hier Gastgeber mit war und Schleswig-Holstein ist nicht nur guter Gastgeber, ich bin übrigens gebürtiger Lübecker und insofern ein bisschen befangen, sondern auch tatsächlich in Sachen Wissenschaft und Offenheit schon ganz schön weit vorne oder sagen wir ganz schön weit oben in Deutschland. Insofern nochmal ganz herzlichen Dank an Schleswig-Holstein. Das muss nicht anonym passieren. Wir haben jemanden hier, der das Land Schleswig-Holstein vertritt, der jetzt ein Grußwort sprechen wird. Das ist Rolf Fischer. Er ist Staatssekretär für Wissenschaft im Ministerium. Und im Moment heißt es in Schleswig-Holstein das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung in Schleswig-Holstein. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr auf Ihr Grußwort. Die Bühne gehört Ihnen. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Esken, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mir überlegt, wie ich den Applaus noch steigern kann und würde das, glaube ich, dadurch schaffen, indem ich sage Ihnen die Nebelmaschine fürs nächste Mal zu.
Ich bin gern gekommen und es ist tatsächlich so, dass ein Grußwort ist ja ein Grußwort, man überbringt Grüße, das ist nicht immer sozusagen die Spitze von allem, aber in diesem Fall kann ich es tatsächlich genau so machen. Ich darf Ihnen nämlich die Grüße des Ministerpräsidenten überbringen, den ich noch vor 3 Stunden jetzt getroffen habe und der mir das tatsächlich wörtlich ausgerichtet hat und gesagt hat, bitte grüß, wenn du in Berlin bist, denn es ist für uns wichtig, dass solche Veranstaltungen hier gerade in dieser Landesvertretung stattfinden. Und ich freue mich, dass Sie so einen guten Eindruck davon bekommen haben. Wir als Land haben uns angestrengt und haben gesagt, das ist ein guter Raum, das ist ein gutes Ambiente, das ist ein gutes Umfeld für genau diese Tagung. Und wir freuen uns, dass das denn tatsächlich auch so gekommen ist. Ich würde 2, 3 Sätze gerne sagen zu Ihnen, die schon ein bisschen angeklungen sind, oben hoch im Norden, im echten Norden, sagen wir ja mittlerweile, geht tatsächlich in dieser Richtung doch einiges ab. Das ist nicht nur bei On Campus in Lübeck so, sondern es ist auch tatsächlich die politische Linie des Landes. Wir sind, und ich lasse das jetzt hier mal weg, wir sind in einer Situation, wo wir ein Land haben, das umstrukturiert wird, das einen Transformationsprozess durchmacht, das gekennzeichnet war immer durch Wiesen und durch Werften, und wer die Heute Show mal gesehen hat, hat gesagt, was ist denn Schleswig-Holstein, das ist so ungefähr die Wiese hinter Hamburg. So ist es natürlich nicht, sondern wir sind ein hochinnovatives Land, das in ganz vielfältiger Weise sich dem Bereich der Digitalisierung zu eigen gemacht hat und das versucht, Schritt für Schritt in diesen Bereichen ein Profil zu gewinnen, um deutlich zu machen, dass das Technologien sind, die wir politisch, gesellschaftspolitisch sehr, sehr hoch einschätzen. Und wir sind froh, dass wir in Schleswig-Holstein eine Reihe von Akteuren haben, die auch in der Lage sind, diesem Anspruch Genüge zu tun, die dem folgen und die das nicht nur tun, weil sie selbst davon überzeugt sind, sondern die auch darin eine Aufgabe sehen, ein ganzes Land mitzunehmen. Und das begrüßen wir aus politischer Sicht sehr, weil das sind, glaube ich, ganz wichtige Akteure in einem Feld, für das man ja in gewisser Weise auch noch werben muss. Das, glaube ich, kann ich auch mit Blick auf die Hochschulen sagen. Nicht alle Hochschulen sind schon so weit, dass sie die ganzen Möglichkeiten, die sich ihnen heute schon bieten, auch wirklich für sich nutzen. Das ist, glaube ich, nur ist in vielen Teilen noch unterstützenswert, und das würden wir gerne machen, gemeinsam, auch gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit den Einrichtungen im Lande, die genau das vorhaben. Wir werden eine digitale Agenda auflegen. Die digitale Agenda wird der erste große Punkt sein von vielleicht 5 oder 6 Punkten in einer Landesentwicklungsstrategie, weil wir aus dem Grund heraus, den ich gerade genannt habe, wir machen einen Transformationsprozess durch und wir möchten ihn gut gestalten, und wir sehen darin große Chancen, das Profil des Landes ganz neu zu bestimmen. Diese digitale Agenda wird zum Ende des Jahres vorgelegt. Ich würde mich freuen, Herr Granow, wenn ich in Ihre Richtung gucken darf, dass auch On Campus, das Lübeck, Fachhochschulen, die Hochschulen, die Universitäten diese Entwicklungsstrategie mit unterstützen und mit formen. Wir haben eine Open Access Strategie auf den Weg gebracht, auch ein Punkt, der manchmal so ein bisschen unterhalb der Öffentlichkeitsschwelle läuft, aber sehr, sehr wichtig ist aus verschiedenen Bereichen für eine Wissenschaftslandschaft. Wir haben die nicht nur in ein schönes Heft geschrieben, sondern wir haben sie auch schon mit Umsetzungsstrategien versehen, und wir sind schon in der Umsetzung. Und ich freue mich, in norddeutscher Unbescheidenheit sagen zu können, ich glaube, wir sind tatsächlich da am weitesten in der ganzen Bundesrepublik mit diesen Entwicklungen. Scherben bringen Glück auf der einen Seite. Ich nehme das als Zeichen für das, was ich gerade gesagt habe, dass wir die Strategie erfolgreich umsetzen werden. Open Access ist wichtig. Wir erweitern im Augenblick zur Open Science. Das heißt, wir fangen an, auch darüber hinaus zu gehen und zu sagen, welche juristischen, welche politischen, gesellschaftspolitischen Implikationen gibt es eigentlich in der Entwicklung von Open Science. Und OER ist da natürlich ein wichtiger Aspekt, den wir sehr stark unterstützen. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt die Rede, die mir hier aufgeschrieben wurde, gar nicht gehalten. Da steht sehr viel mehr drin, auch sehr viel Schlaues drin. Ich könnte auch mein Grußwort auf einen Satz beschränken, der darin besteht: Wir wollen Sie gerne unterstützen. Machen Sie bitte so weiter, wie Sie angefangen haben. Das ist gesellschaftspolitisch wichtig, das ist wissenschaftspolitisch wichtig. Wir sind an Ihrer Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für das Grußwort.
Ich habe gerade auf Twitter mich korrigieren lassen müssen. Also ich habe offensichtlich gesagt 10 Gigabyte. Nein, es waren 100 Gigabyte Traffic. Also falsch gesagt. Ah, Twitter lügt. Ah. Weil da jeder reinschreiben kann. Diese Offenheit. Aber offensichtlich wird es schnell korrigiert, wenn es falsch da steht. Ich erkläre den OER Award, weil der OER Award so kompliziert ist, dass wir 25 Leute als Team brauchten, um ihn vorzubereiten. Und das sind nur die Inhaltliches vorbereitet haben. Das ist nämlich die Jury, über die ich gleich noch ein bisschen mehr sagen möchte. Wir haben verschiedene Kategorien und Modi gehabt. Das lag nicht daran, dass wir uns am Anfang überlegt haben, was könnte man möglichst alles machen, sondern dass wir gestartet sind und dann relativ schnell relativ viele Ideen dazu kamen. Und wir gesagt haben, naja, wenn wir das schon das erste Mal machen, dann wollen wir es von Anfang an so machen, dass wir selber dabei viel lernen und dann wissen, wie ein zweiter OER Award noch viel besser gestaltet werden könnte. Also die Jury, die da zusammengearbeitet hat, von Anfang an geguckt, wie kann man das überhaupt machen, worauf müssen wir achten, wonach bewerten wir, wen lassen wir da rein, wie sind die Zugangskriterien überhaupt für den Wettbewerb. Und rausgekommen sind jetzt von den ursprünglich mal 5 Bildungsbereichen, für die wir einfach gesagt haben, da gibt es jeweils einen Award, doch einige Sachen mehr. Es gibt die Awards nach Bildungsbereichen, da konnte man sich einfach drauf bewerben. Also einfach ist gut, es war nicht ganz einfach, sich drauf zu bewerben. Es gab eine hohe Hürde, man musste relativ viel aufschreiben dafür, man musste ein langes, kompliziertes Formular ausfüllen und mehrere Bedingungen erfüllen. Da haben wir in der Regel 3 Nominierte und es gab teilweise deutlich mehr Bewerbungen, teilweise auch weniger, das werden wir Ihnen auch noch gleich verraten. Und dann gibt es die Sonderawards, wo sich verschiedene Parten zusammengetan haben, gesagt haben, wir möchten für ein bestimmtes Thema nochmal einen Award dazu haben. Auch die werden wir heute Abend verleihen. Dann gibt es noch was anderes, nämlich die Preise der Jury, weil viele aus der Jury die Erfahrung hatten, dass die Jury eigentlich gerne bestimmte Sachen auszeichnen möchte und danach guckt, welche Kategorie passt denn irgendwie am besten. Haben gesagt, wir trennen das voneinander und die Jury kriegt einfach 4 oder 5 Preise und kann sich selbst überlegen, für wen und warum sie den vergibt und danach sagen, wie der Preis heißt. Und es gibt den Förder-Award, über den wir heute Morgen ja schon viel gehört haben und wo wir heute dann abends diese Uhren öffnen werden und gucken werden, wer denn die 10.000 Euro Förderung hat. Der Ablauf ist in den Kategorien eigentlich immer gleich. Ich erzähle, wie die Kategorie heißt. Dann kommen 2 Laudatoren und Laudatorinnen auf die Bühne. Die stellen die Nominierten vor, öffnen einen Umschlag, der jetzt an 12 Stellen im Saal so gehalten wird. Und dann gibt es natürlich eine Urkunde und Foto und so weiter. Und danach noch eine Laudatio, die 2 Minuten und 30 Sekunden dauert. Es gibt eine Stelle, wo besonders viel geklatscht werden muss, nämlich wenn der Gewinner genannt wird. Dieser Applaus gilt nicht nur dem Gewinner, sondern auch den beiden Nominierten, weil das ja nicht nur welche sind, die sich da beteiligt haben, sondern die überhaupt schon durch diesen ganzen Prozess durchgekommen sind und von der Jury zu den besten 3 Projekten in dieser Kategorie gewählt worden sind. Insofern, dieser Applaus muss mindestens 3-mal so laut sein wie für ein einzelnes Projekt, sondern 3-fach laut. Und er muss auch ein bisschen länger dauern, weil wir machen dann auch noch ein Gruppenfoto mit den Laudatoren und den 3 Nominierten mit Preisträger. Und erst wenn das fertig ist, hören wir auf zu klatschen und gucken dann, was in der Laudatio so steht. Die haben aber vorher viel Druck gekriegt, dass sie sich beeilen müssen. Ich möchte nochmal der Jury danken. Das sind 25 Menschen, die sich da engagiert haben und deutlich mehr gemacht haben, größtenteils, als nur ein paar Projekte zu bewerten, sondern tatsächlich monatelang, wann haben wir angefangen? Wo sitzt Anja Lorenz? Da, Anja Lorenz, steh doch mal bitte auf. Anja Lorenz. Hat diese ganze Arbeit koordiniert und ich frage mal so, war es weniger Arbeit als vorher gedacht? Naja. Ich habe nicht gesagt, dann wen. Gut, und wir haben die Jury von Anfang an genannt oer.academy, erstens, weil die Domain oer.academy noch frei war und zweitens, damit ich einmal im Leben auf einer Bühne sagen kann, ich danke der Academy für diese Arbeit. Und wir haben ein Jury-Schild für Sie gebastelt und das müssen wir jetzt einmal zeigen, weil wir es selber so toll finden. Können wir einmal das Licht ausmachen und Kai zeigt das Jury-Schild. Danke sehr. Es ist noch in the making. Aber es ist selbst gebastelt und mit viel Liebe.